Was geht ab, liebe Pokémon-Freunde? Wir sind zurück. Die Des, Daniel, Danny aus dem BB Battle Bear. Zweite Folge Set vervollständigen mit diesem wunderschönen Namen Set vervollständigen. Wir öffnen. Ne. Absolut nicht. Aber wir sind im zweiten Teil. Ja. Und der Daniel zeigt euch, wie weit wir sind. Und darum ist auch alles noch ein bisschen unterbeleuchtet. Das ist nicht so. Zeige ich euch mal kurz, was wir so haben. Also grundsätzlich. Reiß du mal auf. Was habe ich zu sagen? Also wir haben ziemlich viele Commons und Uncommons, denke ich, haben wir weit soweit gehend durch. Wie man so sehen kann, haben wir noch ein paar und dann kommen wir auch schon zu den Hits. Und ich bin sehr froh, dass wir die beiden schon mal haben. Das ist halt sehr, sehr wichtig. Was haben wir noch? Flamly, Logok, Grillmark. Ich meine, grundsätzlich ist es schon ziemlich, ziemlich viel, was wir haben. Das Bild ist ein bisschen zu klein, aber wie ihr sehen könnt... Ja gut, du sollst schon nur kurz durchblättern. Machst du nicht so lange. Ziemlich... Die guten und starken Hits haben wir eigentlich soweit schon bekommen. X-Bud ist noch wichtig, X-Bud vielleicht. Hatte man als Full Art nur. Also genau, wir haben nur Full Art. Da wir ja gesagt haben, wir wollen nur das eigentliche Set, da haben wir noch ein Olonga, brauchen wir noch das VMAX dazu, das fehlt hier. Geplant ist ja nur, dass wir das Hauptset normal ziehen, ohne die Full Arts. Und ich denke, auf dem Weg sind wir auf einem guten Weg. Brutalanda V fehlt noch. Und ansonsten alles weitere, ein paar Trainer noch, das ist ja klar. Und dann kommen wir hier auch schon zu den Full Arts. Ich meine, das Set ist nicht sehr groß. Es hat nur, hat ja nur 189 Karten. Davon sind aber einige so roundabout, ich sag mal 20 Full Arts. Aber du darfst jetzt aufmachen. Oh, es werde Licht. Gut. Du bist wieder... Lumos Maxima! Du bist wieder aufreißen. Ich sortiere weiter die Karten hier ein. Ich bin mal gespannt, ob wir das schaffen jetzt, wo wir die ganzen Commons und so drin haben, direkt so loszulegen, dass du einsortiere darf. Einmal hier so, weil wir nicht so sind. Genau, dann hauen wir raus. Und ich meine, du kannst im Prinzip alles mal, die Reverse kannst du mir vielleicht hinlegen. Und die Foils. Und die Foils und die Hits quasi, weil da werden wir scheinbar noch ein paar fehlen. Aber ich denke an Uncommons und Commons, wenn wir alles soweit haben. Guten Hunger. Ja gut, dass wir dann jetzt später dann am Schluss noch, da haben wir noch Reverse. Ich hätte mir das Knuddel. Also beispielsweise das Stollers war direkt, hat bei uns tatsächlich direkt gefehlt. Okay. Das ist schon mal nicht schlecht. Ich meine, so kommen wir unserem Ziel ja näher, was geplant ist. So, ja, sonst finde ich, schade, dass wir Flammende Finsternis leider ein bisschen in Vergessenheit geraten ist durch Weg des Champs. Durch Weg des Champs bedingt halt einfach so. Aber nichtsdestotrotz ist es halt trotzdem interessant, mal zu sehen, wie lange man eigentlich braucht, um ein Set vollständig zu bekommen. Ja, wir haben ja schon unter unsere Kommentare, zum Beispiel schreibt der liebe Justin, Pokeknecht 90, hat geschrieben, 6 Displays. Und ich glaube, der Kimperator, Grüße gehen raus, hat, glaube ich, 3 oder so gesagt. Ja, also ich bin eher in Richtung, durch das, dass wir die Full Arts und die Rainbows nicht mit drin haben, bin ich eher in Richtung 3, 4, wenn ich ehrlich bin. Ja. Ich meine, da wäre das ganze Spektakel ja schon fast vorbei. Ja, ich glaube, ich halte die Finger nicht weit genug in die Cam. Kann das sein, weil ich so on the road bin hier? Das weiß ich nicht, das musst du wissen. Ich sehe es nicht. Ich bin am Sortieren. Heute bin ich nur Sortiere und nicht dein persönlicher Ratgeber, wo die Hits hin sollen. Oh, persönlicher Ratgeber. Entschuldigung. Frubel. In Reverse. Ein Frubel in Reverse. Sieht aus wie eine Reverse, das ist eine Reverse. Mortipod, das will ich spielen, das Deck. Das ist ziemlich witzig. Okay. Ziemlich, ziemlich lustiges Deck. Nett, sehr teuer, relativ Budget. Kann man gut spielen. Mad Party. Geht's ab. So, was haben wir dann da? 156. Ein Kramor. Ein Kramor, ein Kramor. 156. Hat auch gefehlt. Sehr gut. Ja, mein Husten ist immer noch da. Schwierig im Moment alles. Aber wie gesagt, Weg des Champ ist geil. Ist sehr geil. Sehr, sehr geil. Die Hits, also der Hype ist heftig. Aber ja, ein bisschen schade, dass im Moment sonst so. Ja, gut, ich meine, versinkt. Ich meine, da aktuell auch kein Spielbetrieb ist. Das macht halt vieles uninteressant. Ist ein bisschen uninteressant, weil ich meine, da sind gute, spielbare, starke Karten drin. Aber der braucht sie aktuell, wenn eh kein Spielbetrieb ist, von daher. Ich komme mir gerade ziemlich dumm vor. Warum? Ich hatte noch keinen Hit. Oh, soll ich mal eins aufmachen? Vielleicht hilft das. Ich hatte noch keinen Hit. Das ist sehr traurig. Du denkst dran, dass ich die Sterne auch brauche.
Ich glaube, wir brauchen noch Rares. Ja. Ja gut, dann mach einfach weiter auf. Wir gucken einfach am Ende des Videos wieder durch, ob noch was fehlt. Weil ich manchmal vergesst man es halt einfach. Frohbeiler. Ja, ich habe mir extra Mülleimer hier hingestellt. Den benutze ich gar nicht. Das gibt gerade schon wieder ein ziemliches Chaos. Einmal für euch hier. Aber die Hits bleiben aus. Ja, ja. Dann mach mal was mit den Hits hier. Ja gut, dass der Spielbetrieb eingestellt ist, halt aufgrund von Corona. Genau der richtige Zeitpunkt zum Husten. Lässt ist grüßen, halt. Ne? Oh. Hast du jetzt was? Ein oh, Inferno-Bot. Sehr gut. Das macht halt den Hype auf das Set jetzt. Ja, ein bisschen kleiner, kaputt, ne? Aber ich meine, wie gesagt, also es gibt viele, viele, viele gute spielbare Karten. Also gerade wenn ich an das Endynalos Deck denke oder auch an das Inferno-Pod Deck, die sind schon stark. Aber es ist halt wirklich schwierig. Also total. Nee, sind wir ehrlich, es ist mega uninteressant. Weg des Champs ist halt was für Sammler. Lamos! Da will man halt einfach einen Glurak haben. Das ist schon interessanter als jetzt Schwert, Schwert und Schild, sage ich. Flamme der Finsternis. Nichtsdestotrotz wird es auch wieder die Zeit kommen, wo einfach unser Flamme der Finsternis blühen wird. Glaubst du? Ja, sicherlich. Also Endynalos ist halt schon ein Top-Deck. Also das ist schon wirklich gut. Ich finde, ich bin hier ein bisschen hell in dem Eck. Aber. Ne, sehr unprofessionell, aber. Ich mache mich hier in dem Eck jetzt ein bisschen dunkler. Ich finde mich hier zu hell. Fühlst du dich heute nicht? Fühlst du zu hell. Oh, Hit. Oh, nice. Und Smetbo. Ich glaube, das ist die Nummer 1. Smetbo ist die Nummer 1. Wie würden unsere Freunde, die Buddies, jetzt sagen? Hashtag Falter für. Falter für Dennis. Falter für Dennis, gell? Falter. Sie gehen raus an der Stelle. Es war super geil bei euch. Ich hoffe, ihr habt Falter das alle gesehen, Dennis, als wir zu Besuch bei denen waren. Zwei super mega nice Dudes. Ja, Grüße an Marco, ne? Oh, ach Gott, Marco war richtig cool. Also da habe ich mich auch wohl gefühlt. Das war zwar alles ziemlich anstrengend. Das mit Fahrt und so. Er ist bei der Rückfahrt natürlich eingeschlafen. Das ging dann immer so im Auto, immer wenn ich gebremst habe. Musst du das jetzt verraten? Hast du jetzt gerade von. Schicksal. Schicksal? Ja. Es hat mir unheimlich Spaß gemacht zu bremsen auf dieser Autofahrt. Freut mich. Mich nicht. Du hast keine mitbekommen. Du hast nicht immer mitbekommen, dass wir geblitzt worden sind. Das stimmt. Also hast du davon was schon gehört? Noch nicht. Gut, toi, toi, toi. Aber ich bin gespannt. Ich sag mal so, der Wille nach Hause zu wollen war groß. Ich bin mir nicht sicher, ob ich sage es euch. Ich hoffe eigentlich, dass ich... Nee, Quatsch, also so schlimm war es nicht. So viel schneller war ich, glaube ich, nicht. Das Schlimme ist, ich hatte es noch im Hinterkopf und bin trotzdem reingefahren. Weil einfach nur noch nach Hause, nach Hause. Oh, das bescheidene Kagoron mal wieder. Oh, das haben wir schon. Die Granowitz haben wir auch schon. Die Denne. Also, Display gönnt bis jetzt richtig gar nicht. Ja, wir haben es rausgesucht. Ich habe es rausgesucht, ne? Normalerweise müsste dann noch was passieren. Also eins habe ich rausgenommen. Ah, dann ist das schon deins. Könnte sein. Man weiß es ja nicht. Man kennt mich. Man kennt mich, was ist das eigentlich? Oh, eine neue Karte. Was mich noch interessieren würde, ist, oh, ein Xerox. Nice, das haben wir schon. Wie ist das eigentlich so bei unserer Community, bei euch? Seid ihr die Sammler, die Sets vervollständigen wollen? Oder seid ihr eher die Spieler? Oder geht ihr nur so sammelmäßig auf die Hits? Oder seid ihr Spieler, die nur Spielbares sammeln? Ich zum Beispiel habe jetzt mit meinem besten Kumpel noch angefangen, die Sets vollständig zu machen. Also wir wollen jetzt Flammende Finsternis, Clash, dann Evolution, vermutlich noch Schwert und Schild. Und dann habt mal gucken, was das nächste ist. Da habt ihr euch was vorgenommen. Na gut, aber Farbenschockwitz, ne? Farbenschockwitz. Ja. Farbenschockwitz dann auch. Auf jeden Fall voll. Und wenn ich ganz ehrlich bin, wir sind dann mal so die Karten durchgegangen. Wenn wir unsere zwei Sammlungen vereinen, sind wir dem Ganzen auch nicht weit entfernt. Vollständig zu sein. Von auch Weg des Champs vollständig zu haben.
Ja gut, ich meine, du hast ja die beiden Kluwaks, von daher habt ihr die zwei wichtigsten ja schon drin, würde ich mal sagen. Und dann Alter, ist das ein undankbares Display. Aber jetzt wirklich nur zwei Hits bisher, ne, drei. Die müssen jetzt komplett hier, ja, dann guck mal, die Crew läuft rum und hat Codes. Die Code Crew. Einen. Die Code Crew, und das hast du, Olanga V-Max. Brauchen wir, links nice. Direkt hier hin. Perfekt. Das wird gebraucht, auf jeden Fall. Nee, das Display ist sehr undankbar, aber es müssten, ich würde jetzt mal, ich leg mich mal nicht so weit aus dem Fenster, aber ich würde sagen, da kommen jetzt noch ein paar. Was also mich nur noch, die Community, also was ihr uns nur noch sagen könnt, ist, was erwartet ihr von uns zu Farbenshop? Ein Mega-Opening oder ein, also nur ein Video oder ein Livestream oder vielleicht wieder Set vervollständigen und dann diesmal direkt am Anfang, wo der Hype noch größer ist? Direkt Vollmacher am ersten Tag. Oder einfach nur, dass wir vielleicht ein bisschen unser Content mit der Community abstimmen könnten. Oder wir machen einfach so lange Booster auf, bis wir das Set komplett haben. Gut, klar, also so in einem Video? Ja. Das wäre natürlich auch, da habe ich noch was. Oh, nice. Und. Oh, wow. Full Art ist schon das zweite, was wir jetzt annehmen. Wow, aber warum nicht? Ich meine, über X-Bud kann man sich echt nicht beschweren. Wirklich nicht. Das Ding ist einfach zu stark. Und wieder nichts. Echt jetzt? Ja. Krass. Das war ziemlich undankbar. Das war sau undankbar. Das könnte aber uns unsere Anzahl zerstören. Das ist, ja, das ist sehr schlecht. Und ich muss dir sagen, unser Video geht jetzt noch gar nicht so lang und wir sind im Ganzen noch gar nicht so nah gekommen jetzt. Wir haben jetzt tatsächlich, wenn es hochkommt, vielleicht 10 bis 11 Karten dazu bekommen. Also es war in dem sehr ganzen Display. Sonst nur halt Reverse-Karten, die mir. Ja, genau, die getauscht wurden. Aber neue Karten sind vorbei, noch nicht mal 10. Noch nicht mal 10. Sehr undankbar. Kann man nicht oft genug betonen, aber das ist die Welt der Booster. Die können manchmal und manchmal können sie nicht. Sorry, ich musste Achso. einen Kuss in die Menge schmeißen, zu meine jubelnde Fans, die da vorne stehen. Ich verstehe. Hört ihr das nicht? Die Masse schreit. Die Masse schreit. Gib mal die Reverse noch her, vielleicht habe ich schon noch was. Ich bin sauer enttäuscht. Jetzt sei nicht enttäuscht. Das war, glaube ich, das schlechteste Display. Guck mal, da ist noch was ich hier mitbekommen habe. Jetzt aber hier. Doch, wirklich. Gut, wir wollen euch nicht länger langweilen hier gerade. Ja. Ich bin sehr enttäuscht. Nichtsdestotrotz müssen wir halt sagen, ne? Like, kommentiert, followed, überall. Und gerne mal irgendwie Ideen. Egal in welche Richtung es geht, was ihr gerne sehen würdet, sollen wir vielleicht mal noch ein paar Leute interviewen, leidenschaftliche Sammler vielleicht, wo wir den einen oder anderen kennengelernt haben mittlerweile. Ja. Was sollen wir zu Farmshock raushauen? Oder mo was ganz Altes noch rausbolzen? Base-Set. In großen, ja genau. Wenn wir das könnten, dann würde der YouTube-Kanal dann explodieren. Gut. Naja, nichtsdestotrotz. Enttäuschend, aber wir verabschieden uns trotzdem. In diesem Sinne, macht's gut. Bis zum nächsten Mal, da wird's besser, gell? So ist es. Ciao. Tschüss.